Herzlich willkommen bei Madame Lenormand, deiner spirituellen Welt. Heute gucken wir uns mal an, wie man den Skorpionmann am besten für sich erobern kann. Ja, woran erkennt man, dass ein Skorpionmann den Raum betritt? Also bestimmt nicht, weil er so fröhlich daherkommt oder weil er so stolz daherkommt, sondern bei dem Skorpionmann ist es so, dass der sehr mystisch hereinkommt. Also dass er eher so eine Art dunkle Aura um sich drumherum hat, mit der er den Raum ausfüllt. Ja, und der Skorpionmann, der strahlt auch eine unglaubliche Dominanz aus. Woran man den Skorpionmann auch ganz prima erkennen kann, ist seine schwarze Kleidung. Der Skorpionmann, der ist überhaupt nicht für oberflächliche Dinge zu haben. Und das bedeutet natürlich auch, dass ihn Kleidung, weil ist oberflächlich, überhaupt nicht interessiert. Und da macht er das natürlich mit schwarzer Kleidung sich einfach. Da braucht er nicht lange überlegen, welche Farben passen wie zusammen. Er nimmt einfach alles in Schwarz, das harmoniert dann ganz prima. Und warum nimmt er alles in Schwarz und nicht in Rot oder in Grün? Das nimmt er deswegen, weil der Skorpionmann eben halt auch vom Geistigen her ist, jemand, der sehr in die dunklen, schwarzen Abgründe hineintaucht, also auch geistig, seelisch sozusagen sich in die dunklen, tiefen, schwarzen Abgründe hineinbegibt. Also wenn jeder andere Mann schon sagt, danke, tschüss, ich bin dann jetzt mal weg, dann übernimmt der Skorpionmann die Verantwortung, reißt das Ruder an sich, packt zu und gibt den Kurs vor, denn der ist sehr stark, sehr autoritär und versteht es auch in den schwierigsten und schlimmsten und tiefsten, düstersten Dingen kennt er sich gut aus und weiß, wie man da am besten mit umgeht. Ja, der Skorpionmann, der hat immer einen Hang zum Unnahbaren und Unerreichbaren. Wenn du den 20 tolle Frauen in einer Reihe hinstellst, die eine schöner gekleidet als die andere, dann wirst du ihn da nicht mit hinterm Ofen vorlocken. Also der schaut dann eher nach Frauen, die weit, weit entfernt sind, die ihm eher auch den Rücken zudrehen oder die kalte Schulter zeigen oder ihn keines Blickes würdigen oder ihn einfach auch nicht anlächeln. Das scheint dann für ihn zu sehr interessant zu sein, weil es ist weit weg und unerreichbar. Ja, und wenn du dann so richtig seine Aufmerksamkeit auf dich ziehen willst, dann ziehst du dich eben halt selber ganz schwarz an. Am besten auch vom Schminken hier, diese dunklen Kajalaugen, was alles so sehr ins Mystische hinein geht und sehr, sehr kühl und sehr magisch und auch sehr majestätisch erscheint. Also das mag er, so eine kühle, schwarze, fast arrogante Erscheinung, die ihm eher das Gefühl gibt, ich bin für dich völlig unerreichbar. Also dann hast du ihn sofort an deiner Seite, weil das interessiert ihn ganz brennend, solche Frauen. Schlüpf einfach in die Rolle der Unnahbaren, in das eiskalte Schulterchen und lass ihn eher ein bisschen tendenziell abblitzen, dann hast du sein Interesse geweckt. Ja, was das Flirten mit einem Skorpionmann betrifft, das wird so gänzlich anders ablaufen als mit allen anderen Sternzeichen, wo es dann vielleicht um romantische oder aufregende oder erotische Gespräche geht, wird es beim Skorpionmann so sein, dass der schon austesten wird oder gucken wird, wo deine seelischen Abgründe sind. Und er hat natürlich ein absolutes Talent, mit dem Finger direkt in die Wunde hineinzuwühlen oder hineinzupieksen. Ja? Das kann der Skorpion hervorragend. Das heißt, der trifft sofort deine Weichstellen, die sensiblen Stellen, auch die Stellen, wo man vielleicht gar nicht möchte, dass da jemand hinguckt. Aber das fasziniert natürlich den Skorpion unendlich. Und das heißt, dass manche Frauen schon nicht mal die Flirtphase überstehen, weil die dann schon so gekränkt oder so beleidigt sind durch seine Art und Weise, durch seine verletzende Art und Weise oder durch seine bohrende, durchdringende Art und Weise sich schon sowas von auf den Grund der Seele geguckt fühlen, dass sie dann schon eher Reiß ausnehmen. Also wenn du dem standhältst, dann hast du sehr gute Chancen, den Skorpionmann für dich zu gewinnen.
Der Skorpionmann, der hat natürlich eine hohe Faszination auf eigentlich fast alle Frauen, weil er ja selber so magisch wirkt, weil er selber so mit seiner dunklen, mystischen Art und Weise natürlich sofort das Interesse vieler Frauen auf sich zieht. Aber er ist eben halt auch sehr schwierig für sich zu erarbeiten, weil der nicht in die Romantikstellung hineingeht, sondern weil der eben halt wissen will, wen habe ich da vor mir, wo sind von dem die tiefen Abgründe und wie verhält er sich, wenn ich den mal so ein bisschen anpiekse? Ne? Ist er dann, schmeißt er sich gleich tot zur Seite oder rennt schreiend weg? Und alle, die das nicht tun, sondern sich diesen Gesprächen stellen oder dieser Auseinandersetzung stellen, die strahlen natürlich eine hohe Faszination auf ihn aus. Beim Skorpionmann ist es absolut essentiell wichtig, wenn du den wirklich an dich binden willst, dass du mit Passivität und Distanz glänzt. Denn was der Skorpion überhaupt nicht mag, ist, wenn du aktiv wirst und ihm sozusagen irgendwie in irgendeine Richtung steuern willst. Das macht kein Skorpion mit. Der Skorpion, der hat seinen eigenen Plan, der hat seinen eigenen Kopf, der hat seine eigenen Ideen und die setzt er eins zu eins um. Und wehe demjenigen, der da irgendwie dran rumfingern oder rumfummeln will, der kriegt natürlich so richtig die Spitze quasi reingehämmert vom Skorpion. Also zurückhaltend sein, auf Distanz gehen, gar nichts machen, nüchterner sein, ihn eher zappeln lassen und gar nichts machen und schon gar nichts vorschreiben oder gar nicht auf die Idee kommen, ihn zu sagen, hey, wollen wir uns dann und dann treffen oder hey, du hast ja gar nicht geschrieben oder so. Lass das alles sein. Der kommt von ganz alleine, wenn du genügend distanziert bist und ihn ganz alleine machen lässt. Ja, ich hoffe, ich konnte dir den düsteren, geheimnisvollen, magischen Skorpion ein bisschen nahe bringen. Und wenn du selber genauso düster, geheimnisvoll und magisch dahergeschwebt kommst, schön in schwarz gekleidet, mit ordentlich viel schwarzen Kajalstift, vielleicht auch noch schwarzen Fingernägeln, dann wird der definitiv Interesse an dir haben und versuchen herauszufinden, wo deine dunklen, wunden Stellen sind. Und wenn du dich davon dann nicht beeinflussen lässt oder beeindrucken lässt, sondern selber versuchst, in seine Seele hinein reinzuschauen, dann wirst du ihn definitiv an deine Seite kriegen. Ja, ich hoffe, der Film hat dir gefallen. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Like hinterlässt. Ich packe dir unten noch einen Link mit rein zu unserer Webseite, direkt zu der Seite Skorpionmann erobern. Da kannst du auch noch mal ein bisschen nachlesen. Und ja, falls du keine Folge von mir verpassen möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, abonnieren. Und dann würden wir uns ja im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich dir ganz viel Geduld und viel Intelligenz beim Männer erobern.